Ja, und herzlich willkommen zurück zu... Ich wollte gerade sagen Cyberpunk, aber das ist das falsche Spiel. Taxi Life, genau. Wir haben gerade noch ein Graffiti hier entdeckt. Deshalb muss ich hier ganz kurz schnell anfangen. Und da sind wir auch schon beim Kunden. Interessanterweise parkieren wir hier auf dem Gehweg. Finde ich jetzt auch spannend. Würde bei uns ein Taxi nie machen, aber okay. So. Hier rein spazieren. Hi. Hi, Leute. Und wo wollt ihr denn hin? Falsch. Falsch. Ein Kilometer. Ups. Ja, dann. Fahren wir mal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Habt bisher schöne Ferien. Hier in Barcelona. Und hoffentlich bisher auch schönes Wetter gehabt. Holy shit! Die Autofahrer hier in Barcelona. Und die laufen alle bei Rot. Wie die alle frech bei Rot laufen, das gibt's doch nicht. Und alle bauen einfach bloß Unfälle. Ist zwar einerseits realistisch, aber... Ich weiß nicht, ob das geplant ist, dass das so häufig passiert. Interessiert mich nachher gleich mal, ob ich da im Steam-Forum was finde. Oder ob das ein Bug ist. Ich glaube, den Day-One-Patch gab es noch nicht. Ich spiele das Spiel jetzt, glaube ich, etwa... Keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so. Es ist grün! Fahr da vorne! Es ist immer noch grün, die Leute laufen einfach bei Rot drüber. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt fahrt ihr bei Rot! Muss man nicht verstehen. Auch sehr schön, hier direkt neben den Autos eure leckeren Tapas essen. Schön mit Abgasen. Was ist denn hier fürs Chaos? Für ein Chaos. Ich glaube, wir müssen die nächste Straße. Ich glaube, hier vorne rein. Ist das richtig? Ja, sieht richtig aus. Schön durch die Hintergassen. Diese Gegend hier hat auch was. Ganz eigenes an sich. Hier rechts ist eigentlich der Drop-Off-Punkt. Aber wir müssen hier einmal im Kreis fahren. Okay, das ist echt schön hier, so ein Hinterhof mäßig mit Restaurants. Schön. Gefällt mir. Aber wie man sieht, habe ich leider das Problem mit den FPS noch nicht ganz gefixt oder mit diesem Micro-Stuttering Stuff. Ich habe schon ein paar Grafikeinstellungen heruntergestellt, aber das macht irgendwie keinen Unterschied. Markthalle von Barcelona. Okay, wenn es die Markthalle ist,
die ich kenne, dann war ich vielleicht schon mal da drin. Aber bin mir gerade nicht so sicher. Ich weiß nicht. Haben die sich jetzt hinten zusammengefahren? So, da sind wir. Baba. Ciao. Ich gehe sicher in die Markthalle. Ein Anhalten an roter Ampel. Okay, von dem wüsste ich nichts. Aber okay. 4 Sterne. Trotzdem gut. 165,90 €. 3,7 Kilometer. Ist doch was. Ups. Okay, was der macht, keine Ahnung. Ich würde da mal irgendwo kurz anhalten. Oder fahren wir hier nochmal? Ja, komm, wir fahren hier nochmal rechts. Ups. Vorne gibt es auch sicherlich einen Parkplatz. Ein Parkplatz, der zu klein ist. Ich meine, wir sind ein Taxi. Taxifahrer dürfen alles. Wir halten mal kurz hier an. Schalten mal den Motor ab und schauen auf die Karte, wo wir jetzt sind. Mitten hier in diesem Gebiet gibt es ein Fragezeichen. Wow. Kann man nicht so fahren. Wahrscheinlich ist das eine Einbahnstraße und das eine Einbahnstraße. Oder so eine Einbahn und so. Wir müssen mal schauen, ob wir noch genügend Tank haben. Das könnten wir auch noch anschauen, das Fragezeichen hier. Und dann jemand von diesen 3 Leuten hier auswählen. Ja, dann mal schauen, wo die hin möchten. Wir gehen zuerst zu den Fragezeichen, schauen kurz, wie der Tankfüllstand ist. Sehe ich jetzt komischerweise gar nicht. Doch rechts, glaube ich. Das war ein komisches Symbol da. Ich glaube, rechts ist der Tankfüllstand. Das ist ungefähr halb voll. Ja, vielleicht wäre es nötig, mal zu tanken. Wow, wir müssen jetzt wirklich so eine große Schleife fahren. Okay. Wenn es sein muss, um auf die andere Seite zu kommen. Ich glaube, in New York wäre das auch nicht ganz viel anders. Mit den Straßen und Einbahnstraßen. Dass man da ziemliche Umwege fahren muss. Und Barcelona ist, glaube ich, sowieso ein bisschen kompliziert aufgebaut. Glaube ich, auch eine ziemlich alte Stadt. Könnte zwar schon sein, dass es die Markthalle ist. Wenn irgendwo die Straße Rambala ist, also die Fußgängerzone, dann wäre die Markthalle Halle hier die ich meine, aber ich glaube nicht, dass das die ist. Okay, wir fahren jetzt mal hier rechts. Wenn man das darf. Ich glaube schon, dass man das darf. Noch ein Graffiti. Das ist
denn das für Graffiti? Leider ist die Kamera nicht ganz so, wie ich mir das erhoffe. Es gibt keine richtige Free-Look-Kamera, also weiter runter geht es leider nicht. Ich glaube, das würde ein Gesicht sein. Ich mag mir mal ins Wiese. Das, was man nicht machen soll. Okay. Alles gut. Ja, das wäre ein Gesicht. Okay, dann geht's weiter. Einmal hier rechts rum. Schaffen wir das noch? Haarscharf. Und hier gleich wieder rechts. Wieso nicht geradeaus? Komm, wir fahren geradeaus. Ist das nicht besser? Es sind schöne Straßen hier. Aber die KI ist noch ein bisschen wild. Wie man sieht. Haben die sich jetzt hier festgefahren? Ja, doof. Können wir uns da vorbeischleichen? Ja, vielleicht möglich. Ich bin mal so frech und versuch's. Gut. Hat niemand gesehen. Ach so, wir müssen hier rein. So. Gut, haben wir ein bisschen geschummelt. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Ich meine, das passiert in den besten Spielen, dass sich die KI irgendwie aufhängt. Das kann auch im SCS, im ETS 2 und RTS passieren, was ja von SCS gemacht wird. Und ich meine, das sind große Entwickler. Auch da kann das mal passieren. Von daher halb so schlimm. Okay, die Hälfte haben wir noch. Okay, zu aufwendig. Sorry, zu aufwendig. Wir gehen hier hin. Was heißt schwarz? Okay, sind schwarze Personen, die wir nicht mitnehmen können. Und da steht zum Beispiel, großer Kofferraum benötigt. Ich weiß nicht, hat unser Auto einen großen Kofferraum? Theoretisch ja schon. Aber mal schauen, wir fahren jetzt hier zur nächsten Person. Damit ich nicht allzu lange warten muss. Schön hier am Strand entlang. Hi there. Hi. So. Wo fahren wir hin? 2,6 Kilometer? Okay.
mal ein bisschen weiter. Oh shit. Sorry. Bin ich ein bisschen zu schnell gefahren? Sehr schön hier. Strand lang. Da gibt's was. Statue von Simon, was? Simon Bolivar. Woher kenne ich den Namen? Simon Bolivar. War das nicht irgendwie ein Segler oder sowas? Das ist jetzt Halbwissen, also bitte nicht allzu ernst nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Name kommt mir bekannt vor. Also auf jeden Fall. Okay, das wieder. Dieses medizinische Institut oder was es war. I'm so grateful for taxis. My legs are extremely sore. Ja, kennt man so gut in den Ferien. Sounds like you had a good workout day. I did. I went for a long walk through the city. Walking is a great way to exercise, even if it's tiring at first. Maybe one day I'll be able to walk around the city without any trouble. Ja, sicher. Wird schon. Wenn man sich mehr anstrengt und das öfter macht, wird das sicherlich leichter. Oh shit. Wir müssen einmal um den Kreis. Holy shit! Okay, das war meine Schuld. I'm sorry. Alter, unser Taxi. Ja, ich glaube, da ist jetzt der Fahrgast nicht so glücklich darüber. Aber ich habe jetzt auch nicht in den Spiegel geschaut. Ich war ganz rechts nach ganz links gefahren. Theoretisch müssen wir jetzt hier das gleiche wieder machen. Naja, ich glaube, das gibt jetzt eine schlechte Bewertung. Alter. Wie unser Auto jetzt aussieht. Ist ja schrecklich. Vor allem ist das Licht, glaube ich, kaputt. Naja. Ich glaube, das ist nicht das erste Auto, das hier in Barcelona Schrammen hat. Aber nicht gerade schön. Ach ja. Waren hier alle ein bisschen... als ob sie den Führerschein gewonnen hätten. Der wird über Rot. Junge, Junge. Hier ist was los. Ich finde es schade, man hört die ganze Zeit Sirenen, aber man sieht weder ein Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene oder einen Krankenwagen oder Feuerwehr. Nix. Der fährt auch über Rot. Da vorne ist ein Un... Ich hab nichts gesagt. Sieht aus, als ob es da vorne einen Unfall gegeben hat. Und der andere fährt da rein in die Barriere. Okay, solche Sachen finde ich cool. Ich glaube, es ist so ein random Event. Auch wenn es ein bisschen weird abgesperrt ist, aber okay. Bringt Leben in die Stadt. Kann man es irgendwie festhalten? Nee, kann man nicht, okay. Aber cool gemacht.
Auch wenn ich da ein bisschen was anderes... Auch wenn ich es ein bisschen anders gemacht hätte, aber... Trotzdem cool. Ich meine, ich mecke ein bisschen auf hohem Niveau, ich weiß. Alter, habt ihr das gesehen? Man darf nicht durchfahren. So, diese Fahrt geht ein bisschen länger, wie es scheint. Wir haben noch 500 Meter vor uns. Dann sind wir da. Dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich möchte die Folgen nicht unbedingt zu lange werden lassen. Ich glaube, es kann manchmal schnell... vielleicht auch langweilig werden. Generalarchiv der Krone von Aragon dem Zweiten. Ich wusste nicht, jetzt da kann ich das sehen, was man dran hat. Oder ist das die U-Bahn, die plötzlich oberirdisch fährt? Wie in anderen Städten. Wusste ich gar nicht. Ist mir neu. Bitte nicht reinfahren. Junge! Fahr doch! So, dann einmal einen U-Turn hier machen und dann sind wir auch schon da. Ist das hier eigentlich so legal, einfach so einen U-Turn zu machen? Da gab es noch einen Unfall. Wahrscheinlich schon, oder? Und eben die Taxifahrer haben keine Regeln. Thanks, have a nice day. Du auch, danke. Ich hoffe, du... hast das überlebt? Trotz diesem Unfall. 400 Euro! Nice. Avinguada Meridiana sind wir hier. Okay, das hat er nicht mal gerechnet. Wahrscheinlich, weil wir nicht in jemanden reingefahren sind, sondern jemand in uns. Einmal die Geschwindigkeit überschreiten. Okay, dem kann ich leben. Ist auch gerechtfertigt. Jetzt kurz mal schauen, die Tankstelle hier vorne sah eigentlich gut aus. Okay, das mit den Unfällen finde ich cool. An diesem Ort hat sich ein Unfall ereignet, eine Spur ist blockiert und der Verkehr fließt langsamer. Das finde ich cool. Bringt ein bisschen Dynamik ins Spiel. Und das fehlt wirklich in sehr vielen Simulatoren so ein bisschen Dynamik, dass die Welt nicht so langweilig ist. Und auch mal was dazwischen kommt, was man nicht erwartet. Na gut. Haben wir eigentlich einen... Ups. Warnblinker. Junge, du bist mir reingefahren. Ich brauche deine Infos für die Versicherung. Wenn unser Auto sieht immer wie schlimmer aus. Rufen Sie die Polizei, fordern Sie Unterstützung zur Wiederherstellung des Verkehrsflusses an.
nice. So, wenn man mal feststeckt, könnte man die Polizei rufen. Schlau, das einzubauen. Muss ich sagen. Ich glaube, wir haben Rot, aber ist gerade egal. Wie soll ich jetzt da rechts fahren? Wenn man einfach hier geradeaus fahren kann und einmal um den Kreisel. Die haben hier echt ihre Führerschein gewonnen. Überall hört man das Krachen. Ich glaube nicht, dass hier eine Bahn kommt, ansonsten würden wir es dann merken. So, das wäre jetzt von der... Man darf von beiden Seiten reinfahren, okay. So, dann... Ja, Hälfte des Tanks ist leer. $194 Euro kostet es, um voll zu tanken. Wir haben 4418. Tanken mal voll. Dann suche ich mir mal ein Plätzchen, wo ich das Auto abstellen kann. Vielleicht hier in so einer Hinterstraße. Wow. Das Navigationssystem ist ein bisschen weird. So, das ist noch an. Komm, wir fahren mal dahin. Vielleicht gibt es ja da einen Parkplatz. Obwohl, wir haben... Die Folge geht schon 28 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Taxi Live. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.